Dann die Lesestunde, die Datenbank. So. Margaret Maedas Aufzeichnung. Mal ehrlich. Diese hinterhältigen, geldgeilen, spießigen, unmoralischen, unfähigen, selbstverliebten Idioten haben ja keine Ahnung. Der Junge ist nicht so schlimm. Er ist sogar nützlich. Aber ich schwöre, alles, was sein idiotischer Vater von sich gibt, sind narzisstische Lügen. Wenn er in dieser Höhle bleiben will, ist das sein Problem. Ich mache die ganze harte Arbeit. Wenn Seemonster einen jagen, versteckt man sich nicht. Man jagt die Seemonster. Dann baut man ein größeres Boot aus Seemonsterknochen und jagt größere Monster, bis es keine Monster mehr gibt, die einen jagen. Ich will tiefer gehen. Ich will herausfinden, was uns abgeschossen hat. Und ich will ihm sein verdammtes Herz rausreißen. Ich habe Vorbereitungen getroffen. Der Junge hat mir gezeigt, wie man emailliertes Glas macht. Ich habe angefangen, Metallerze zu horten, um meine eigene Seemotte zu bauen. Ich werde die Innenbeete plündern, bevor ich gehe. Bartok als Aufzeichnung Nummer 1. Ich dachte, das Leben unter Wasser würde beklemmender werden. Vater glaubte es. Er sagte mir, es sei kindisch, aber ich starre aus dem Fenster und manchmal denke ich, was für ein Glück ich habe, diesen Planeten aus nächster Nähe zu sehen. Oben auf der Insel hätte ich nicht geglaubt, welche Tiere hier unten leben. Die Fische leuchten. Einer ist zu 90% Auge. Muränen, die doppelt so lang sind wie ein Basissegment. Sicher, es ist nicht alles freundlich. Die meisten Pflanzen sind giftig und ich musste das am eigenen Leib erfahren, ja ich auch. Aber ich habe ein paar Marmormelonen dazu gebracht, drinnen zu wachsen. Und wenn sie nicht unsere Nahrungsbedürfnisse decken, dann essen wir eben Fisch. Es ist etwas eklig, aber nichts, was die anderen nicht auch tun würden. Ich habe versucht, meine Ergebnisse zu dokumentieren. Vater befürwortet das. Er sagt, Verstehen ist Macht und je mehr wir über diesen Planeten wissen, umso mehr können wir ihn zu unserem Vorteil nutzen. Ich mache das eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Es ist nicht einfach ohne geeignete Ausrüstung und Netzwerkzugang, aber die altmodische Methode, beobachten, Notizen machen, Theorien überprüfen, zeigt mir die Welt in einer Weise, wie es eine spektroskopische Analyse niemals könnte. In letzter Zeit beobachtete ich die Höhlenmoränen. Sie überfallen ihre Beute beim Versuch, von dem Pilz zu fressen, indem sie sich verstecken. Was sie nicht fressen, setzt sich auf dem Meeresboden ab und düngt die Pilze, die wiederum die Pflanzenfresser ernähren. Und so geht der Kreislauf weiter. Koevolution haut mich einfach um. Bartorgals Aufzeichnung 2. Pirscherzähne. Etwas Unglaubliches ist gerade passiert. Seit wir hier unten sind, hatte ich diesen Plan, Ausrüstung herzustellen und die unglaublichen Lebensformen zu studieren, denen wir begegnen, aber ich hatte nie genug emailliertes Glas. Also habe ich nach einem natürlichen Substrat gesucht, das unser Glas verstärken würde, und diese Pirscherzähne, die wir gefunden haben, sind genau richtig dafür. Wir brauchen nur noch mehr davon. Hier war Margaret auf einmal sehr interessiert. Sie hörte mir tatsächlich zu, als ich das von Vater sagen kann, und ich nahm allen Mut zusammen und sprach über meine gewagte Theorie. Als ich ihr sagte, dass sie von Metallvorkommen angezogen werden, dass ihre Zähne ausfallen, wenn sie danach schnappen, verengten sich ihre Augen und sie rannte aus dem Zimmer. 3 Stunden später kam sie zurück, mit ihrer Tasche voller Pirscherzähne. Ich fragte sie danach. Sie zuckte mit den Schultern und sagte, meine Theorie war gut. Sie sagte, sie würden ihr aus der Hand fressen. Ich glaube, sie hat das wörtlich gemeint. Sie ist unglaublich. Sie ging raus in die Tangenwälder nur mit einer Thermalklinge bewaffnet und schwamm quasi Flosse an Flosse mit einem Rudel Pirscher. Einerseits ist es die coolste Sache, von der ich je gehört habe. Andererseits hoffe ich, die Pirscher sind nicht schlimmer davongekommen als Margaret. Sie hatte eine klaffende Wunde am Unterarm. Ich glaube nicht, dass es so reibungslos abging, wie sie tut. Was macht es für einen Sinn, hier zu überleben, wenn wir alles töten müssen, was diese Welt so wunderbar macht? Ich wünschte, ich wüsste mehr über diese Tiere, aber Vater wird nicht erlauben, dass ich die Basis verlasse. Vielleicht können wir mit all dem Glas einen Zuchtbehälter bauen, um näher an sie heranzukommen. Ja, vielleicht. Aber sie haben es ja nicht so wirklich geschafft. Der Höhlenbursch und der Quallenpilz. Okay. Jetzt haben wir hier aber einiges wieder an Schieferbrocken gefunden. Hallo. Und wir gucken mal da hinten, was wir da so finden.
Genau, das ist hier unten gewesen. Hier zum Beispiel ist was oben. Wenn da jetzt ein Lithium ist, dann freue ich mich schon. So leicht bin ich zufriedenzustellen. Einmal Lithium, bitte, bitte. Nein. Nein, ein Diamant. Wie sieht das hier aus? Achso, das hier ist ein Kalkstein. Nehmen wir auch. Noch ein Diamant. Das ist schon interessant, ne, dass man hier sich über Diamanten jetzt gar nicht mehr so freuen kann. Na gut. Boah, gerade verjagt, was das ist. Und das war einfach nur... einfach nur der Zyklop, der gesagt hat, hier, komm rein, alles schön. Ja. O86 ist natürlich jetzt auch ein bisschen gewagt, so hier reinzufahren. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Da ist mir das zu heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Lithium. Na gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne? Wenn hier noch ein bisschen Magnetit oder so rumliegt, würde ich das natürlich auch mitnehmen. So ist ja nicht. Aber andererseits brauchen wir es gerade nicht. Und wir haben es ja auch nicht so wirklich weit. Von wo sind wir denn gekommen? Von da, oder? Da geht's raus. Sehr gut. Birne rausdrehen und eine grüne reintun. Falsches Spiel, China. Falsches Spiel. Aber schönes Spiel. Beides. So, da hinten ist die Basis. Farbengrüssel gab es bei Goblins. Das kann sein, das habe ich nie gespielt. Ich würde jetzt einfach mal wieder behaupten, das war vor meiner Zeit. Ach so, die Motte muss natürlich jetzt erstmal hier unten rein. Die möchten wir ja modifizieren. Komme ich so in den Krypt rein? Ja. Doch nochmal testen, ob ich den hier unten reinkriege. Der ist ja, wie gesagt, immer noch ein bisschen nutzlos. Jetzt haben wir da unten den Torpedos. Na, klappt das? Nee. So, vielleicht. Jawohl. Sehr gut. Dass er immer auf der falschen Seite aussteigen muss, das ist unglaublich. Unglaublich ist das. So, können wir hier eben das Ding bauen? Ja. Wobei, Frachtmodul wäre natürlich auch cool, aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen stabiler.
Frachtmodul können wir dann auch immer noch mal machen, wenn wir wieder Lithium haben. Haben wir aber gerade nicht. So ein bisschen störrisch ist er manchmal beim Einparken. So, wer mehr wissen will, muss bei Yolompo den Klick gucken. Genau. Solange das noch da ist, das ist ja nächste Woche und dann ist leider vorbei mit Point-and-Click erstmal wieder. Aber dafür kommen andere Sachen und ich weiß noch nicht was. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, was. Das Modul bauen wir gleich ein. Das kommt erstmal hier alles weg. Doch, kann ich China? Ich kann Point-and-Click absetzen. Und zwar genau dann, wenn das Spiel dann vorbei ist. Dann setzt sich das quasi von alleine ab. Und ja, man muss sich was anderes suchen. Und ich habe so viele Ideen. Kann ich ja schon mal Werbung machen. Hier zumindest im Stream. Bei YouTube sieht man es ja dann schon. Und zwar kommt ab nächster Woche... Also nächste Woche Montag, also quasi morgen, läuft die letzte Folge Mutant, Year Zero, Road to Eden. Und danach kommt ein Weltraumstationserkundungsspiel, was aber auch nur 3 Folgen geht. Und dann kommt wieder was Neues, wo ich auch noch überlegen muss, was ich da mache. Also übernächste Woche starten 2 neue Projekte auf dem Kanal. Ja, ja. Und nein, es ist nicht Alien Isolation. Also ich muss... Haben mir eigentlich 2 Spiele ausgesucht gehabt und jetzt gab es irgendwie nochmal... Ja, aber ein anderes... ein aktuelleres ist das, glaube ich. Ja, doch. Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. Passt. Ordentlich Werkzeuge. Vorher nochmal essen. Aufpassen, die richtigen Sachen jetzt hier zu. Na. Das ist echt das Schwierigste hier. So. Wie gesagt, ich hatte mir 2 Spiele eigentlich rausgesucht und dann kamen irgendwie tolle Angebote dieses Wochenende. Und dann ist jetzt wieder die Frage, macht man jetzt die neuen Sachen oder das, was man geplant hat? Tacoma. Nee, Tacoma ist es auch nicht. Also steht ja im Discord, was kommt. Also das habe ich ja schon verraten. Das ist jetzt ja kein großes Geheimnis mehr. Eigentlich. Reparieren. Ich repariere draußen. Online. Ach, wie schön. So. So, Rubine. Ja, China, dann musst du es wohl mal spielen. Kann ich dir empfehlen. Wieso musstest du Mutant Year Zero abbrechen, China? Wieso das denn? Neuer Bauplan? Ach ja, die Wasserfiltermaschine. Ist auch gar nicht so teuer. Ist ja schön. So, nur wo war jetzt... War das da bei Nummer 17? Oder war es bei 13? Ich glaube, bei 13 war das. Ich glaube, da war das. Der hochrangige Passagier. Ach, abbrechen zu gucken. Ich dachte, zu spielen. Nee, dann musst du es natürlich erstmal spielen, auf jeden Fall. Also Mutant kann ich dir empfehlen, weiterzuspielen. The Station kann man sich auch geben. Ich weiß nicht, ob man sich für den Vollpreis geben muss. Da es sehr kurz ist. Also wirklich sehr kurz. Der frustrierende Kampf. Dann mach erstmal an anderer Stelle weiter.
Aber ja, der Kampf, der war wirklich frustrierend. Aber du kannst ja auch erstmal Bonusgebiete wahrscheinlich noch machen. Das bringt einen ja doch auch erstmal so, was Leveln angeht, voran. Und ansonsten auf den RNG-Gott hoffen oder so. Boah, ist das dunkel. Ist das dunkel hier? Geht nicht. Au. Okay, ich glaube 17 war falsch. Mit 100 Meter, das war auf jeden Fall tiefer, verdammt. Das war tiefer. Dann war es hier vielleicht, oder? Untiefen. Dann schwimmen wir mal dahin. Da waren wir auch noch nicht so wirklich. Und was ist das? Da leuchtet was lila. Das gucken wir uns mal eben an. Wir schwimmen mal eben nach Norden. Da ist nichts anderes, wo du hin kannst, so früh im Spiel. Es gibt aber doch im Norden, gab es, glaube ich, noch Gebiete. Aber gut, wenn du die alle schon gemacht hast. Dann ist es in der Tat schwierig, ja. Alle Leute voll ausrüsten. Vielleicht gucken, dass man welche mit sinnvollen Mutationen nimmt. Das ist, glaube ich, das Biom, was neu ist. Also für mich neu. Und hier sind überall Rubine. Sehr schön. So, Licht mal lieber ausmachen. Nee, das ist hier auch so lila. Ach, da teleportiert sich schon wieder was. Was ist das denn? Geh weg. Ich möchte auch nur die Rubine haben. Blöden Teleportviecher. Sonst waren die nicht so garstig. Muss es jetzt riskieren, hier auszusteigen? Wir brauchen die Rubine, das hilft nichts. Welcome aboard, Captain. Garstige Gasdinger. Habe ich für diese Folge schon ein Thumbnail? Ach, das nervt heute so ein bisschen. Ich glaube noch nicht. Ist das schon Folge 7? Boah, das ist so dunkel, dass ich die Motte nicht mal sehe. Joa. Karton. Was haben wir hier? Das kann man scannen. Ja, Zyklopen-Fragment. Egal, wir brauchen auch Titan. Motte? Motte. Norden. Da. Wir müssen da leider wieder reinschwimmen, fürchte ich. Hilft ja nichts. Ich brauche die Rubine. Wo waren die denn jetzt? Ich
bin ich schon wieder in einem anderen Biom. Das erklärt natürlich auch wieder einiges. Einmal wieder Licht aus, in der Hoffnung, dass das was bringt.